Gemeinsam zum perfekten Körper, das ist der neueste Fitnesstrend. Nie zuvor gab es so viele neue Angebote für Gruppensportaktivitäten. Die Fitnessstudios packen die alte Wassergymnastik wieder aus und bieten moderne Versionen wie Aqua-Yoga. Krafttraining allein im Gym war gestern eine neue Social-Fitness-App, verspricht mehr Erfolg mit Hilfe eines Trainingspartners als Blind Date. Und Adrenalinkicks holt man sich beim Extremsport gemeinsam mit völlig Fremden. ProSieben-Reporterin Nina B. betreibt Kraftsport und trainiert bisher alleine. Sie will herausfinden, wie effektiv die neuen Gruppensporttrends sind oder ob es sich in Wahrheit um getarnte Kuppelbörsen handelt. Los geht's mit einem eher spirituellen Gruppensporttrend. Aqua-Yoga wird bei Fitness First angeboten. 10 Teilnehmer verrenken sich hier 30 Minuten lang auf schwimmenden Yogamatten. Aqua-Base genannt. Klingt entspannt, aber ist Cross-Training für den ganzen Körper. Und auch gut trainierte Jungs finden's toll. In erster Linie wegen der Gleichgewichtssteigerung. Es ist brutal anstrengend. Um Stabilität auf den schwimmenden Matten zu erreichen, muss man die Tiefenmuskulatur anspannen. Und? Man braucht hier extreme Konzentration. Ja? Das ist schlecht, wenn du so jemanden daneben hast. Bring dich durcheinander hier, oder was? Nina darf sich jetzt 30 Minuten in Yoga-Übungen auspowern und das mit vollem, teilweise gewöhnungsbedürftigem Körpereinsatz. Man darf ja auf jeden Fall keine Scheu davor haben, dass die Jungs hier einen in sehr seltsamen Perspektiven sehen. Und wer jetzt glaubt, hey, die Leute sind hier, um das andere Geschlecht in Badeklamotten abzuchecken, Fehlanzeige. Trotz einzelner Sprüche bleibt bei diesem Gruppensport für Flirten keine Zeit. Ich finde es allein schon super anstrengend, überhaupt auf dem Brett stehen zu können. Und ich komme bei den Übungen gar nicht mit. Wir haben gerade mal 5 Minuten gemacht. Ich bin schon völlig fertig. Fazit: Dieser Gruppentrendsport ist nicht nur extrem unterhaltsam, sondern vor allem sehr effektiv. Trendsport Nummer 2, Social Fitness. Schneller zum Traumkörper und das mit Hilfe eines Workout Buddies. Das verspricht eine neue Trainingspartner-App. Weltweit hat Gymda 165 Millionen Mitglieder, in Deutschland bereits 11 Millionen. Der Name erinnert natürlich an Tinder. Wie weit die Parallelen wohl gehen? Nina erstellt ein Profil mit Foto und Lieblingsworkout und bekommt sofort Nachrichten von männlichen Fitnessbegeisterten. Unsere sportliche Reporterin verabredet sich mit einem Gymda-User namens Beast Mode. Und woran erkennt sie ihr Blind Date? Nicht an der Rose im Knopfloch, sondern am Fitnessdrink. Im wahren Leben heißt Beast Mode übrigens Rudi. Schön, dich kennenzulernen. Der 38-Jährige nutzt die Trainingspartner-App 1 bis 2 Mal die Woche und ist quasi Profi. Bei Gymda-Neuling Nina spielt er gleich mal den Trainer. Mit was fangen wir an? Jetzt fangen wir mal mit einer schönen Brustübung an. Okay, Liegestütze kann man zwar auch allein machen, aber zu zweit macht's mehr Spaß. Ich habe mir noch eine Bauchübung überlegt, die wir zusammen machen könnten. Nina stellt bei ihrem ersten Trainingspartner-Date fest, wer sich für ein gemeinsames Workout entscheidet, sollte keine Scheu vor Nähe oder Körperkontakt haben. Dafür, dass wir uns gerade erst kennenlernen, kommen wir uns doch sehr nah. Rudi hat das gemeinsame Workout jedenfalls gut durchgeplant. So, jetzt legst du dich einfach vor mich hin mit dem Kopf zu mir. Diese Bauchmuskulaturübung ist sehr effektiv und nur mit Trainingspartner möglich. Klar, dass man sich hier zwangsläufig näher kommt. Ich bin unten, du bist oben, aber seitenverkehrt. Hä? Diese Form der Liegestütze ist extrem anstrengend und, naja, körperkontaktintensiv. Wie ist's für Nina? Also Berührungsängste darf man wirklich nicht haben, wenn man Gym der Trainingspartner sucht. Das ist für dich so okay? Absolut perfekt. Okay. Kein Wunder, dass Gymda auch als Tinder für Sportler bezeichnet wird. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Mir geht's super. Ich glaube, jetzt nehmen wir noch einen gemeinsamen Shake an der Bar, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Klar kann es bei dieser Art des Trainings zu Flirtmomenten kommen. Rudi geht gerne mit Frauen trainieren, allerdings tatsächlich nur aufgrund des effektiveren Workouts, denn er ist in festen Händen. Flirten bei Gymda, gehört es dazu? Also kann man das machen oder ist es eher ein Tabu? Ich glaube, gegen Flirten ist ja grundsätzlich nicht anzuwenden. Ja, wenn es auf gegenseitig beruht, ist es ja völlig in Ordnung. Ich meine, wenn man sich zu einem Date trifft, dann wird man ja wahrscheinlich auch
flirten. Und bei Jimda ist es ja nichts anderes. Ja? Aber wie gesagt, ich sollte schon auf Gegenseitigkeit beruhen. Am Ende geht es ja doch auch ums Training. Ah ja, flirten scheint bei der Trainingspartnerbörse erlaubt zu sein. Das erklärt, warum Nina in der App fast ausschließlich Anfragen von Männern bekommt. Nur eine Frau wollte ein Date mit ihrem Jim. Und zwar die hier. Die 24-jährige Sarai aus Ecuador trainiert 4 bis 5 Mal pro Woche für ihren fitten Body. Doch das war nicht immer so. Wie viel hast du abgenommen? Ja, 5 Kilo und ganz viel Muskulatur aufgebaut. Genau. Warum? Wie hast du es geschafft? Ja, mit Trainingspartner. Die Marketingmanagerin trainiert über die App lieber mit Frauen, da hier auch wirklich das Workout im Fokus stehen soll. Weil der Konkurrenzkampf größer ist. Und ja, man vergleicht sich immer mit den anderen Frauen. Ich finde, du hast einen coolen Po. Findest du? Ja. Siehst du, ich hätte gerne deinen Bauch. Echt? Mhm. Oh, danke. Wer jetzt glaubt, dass sich Mädels im Fitnessstudio nur bei Bauchpanne-Po-Übungen messen, der irrt. Denn Sarah fordert Nina beim Pumpen heraus. 11 Kilo Gewicht schafft die Südamerikanerin bei dieser Rückenmuskulaturübung. Die Konkurrenzkampftheorie geht bei Nina voll auf. Ich habe jetzt ein bisschen extra aufgeladen, damit ich nicht als Loser dastehe. In der Motivationsforschung ist längst bekannt, Konkurrenz erhöht die Leistungsbereitschaft. Ich denke, ich schaffe mehr Sit-Ups als du. Mehr Sit-Ups als ich? Das will ich sehen. Ja. 150. 150. 160. Zur Traumfigur mit Hilfe eines Trainingspartners, das verspricht die Social Fitness App. Gemeinsames Training soll die Lösung für Sportmuffel sein. Bei Nina funktioniert's. Ich hab gewonnen! Oh Gott, du hast gewonnen! Ich mach jetzt nochmal 20. Oh mein Gott. 1,5 Stunden abwechslungsreiches Ganzkörper-Workout, das spricht für eine Steigerung der Effektivität mit Trainingspartner. Fazit der ersten beiden Gym-Dates: Körperkontakt inklusive Flirten erlaubt. Ob mit männlichem oder weiblichem Gym-Buddy, die Trainingseinheiten waren effektiv und vor allem unterhaltsamer als ein Training allein. Morgen geht's in Runde 2 beim Gender-Dating und Trend Gruppensport extrem. Nina geht mit 4 fremden Adrenalin-Junkies auf ein gefährliches Abenteuer. Mein Gott, die Körper liegt auch näher. Ach echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Geht's bei diesem Trend um Flirtsport oder um Gruppensport extrem? Morgen bei TAF.